Guten Tag, hi Leute. Ich zeige heute Sie, wie kann man Wasser sparen und Strom sparen. Ich habe das eine Wasserhahn gekauft von eBay, kostet 25 bis 30 Euro. Und das montiert sich einfach, nicht schlimm, nur eine Schlauch da von Hintenseite und eine Steckdose, eine Stecker da reingesteckt. Das war's. Und wenn Sie machen an, Linkseite drehen und dann kommt eine Temperaturanzeige. So. 38 Grad, 27 und wenn bringen zurück die Schalter, dann wieder aus. Denn die Seite kalte Wasser. Die Seite kalte Wasser nutzen. Die halbe Liter Wasser bleibt dran. Mit dieser Sache kann man viel zu viel Wasser sparen. Beispiel jetzt angefangen, drehen Sie links, die zeigt jetzt, weil wir früher viel funktioniert, die 30 Grad, 29 Grad, wie Sie morgen. Wenn Sie brauchen, ein bisschen schneller machen, ein bisschen langsam machen, die Hitze geht hoch, Temperatur jetzt 31 Grad, dann geht langsam, langsam hoch. Aber kann man viel zu viel Wasser sparen. Die braucht 3 Sekunden und warm Wasser. Jetzt machen so, die bleibt wieder 40 Grad, kann man wieder zurück machen und das ist sehr gut und sparsam. Mit dieser Sache kann man viel, viel, viel Wasser sparen. Okay, danke schön, tschüss.